So Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Double Masters, wer erinnert sich noch? Nachdem lang angekündigt wurde, nee, wir machen keine Master Sets mehr. Haben sie dann direkt einen Double Master rausgemacht. Gucken wir uns mal Double Masters an. Clear Shot, 3 Mana Instant. Eine Kreatur kriegt +1/+0 bis zum Ende des Zuges und fügt dann Schaden in höherer Stärke zu an einer Kreatur, die ihr nicht kontrolliert. Metall Spinner Puzzle Knot. 2 Mana, wenn es ins Spielfeld kommt, zieht ihr eine Karte im verlierten Leben. Für 3 Mana opfert ihr das Ding und zieht eine Karte im verlierten Leben. Revoke Existence, okay. 2 Mana Sorcery, ihr exiliert ein Artefakt oder eine Verzauberung. Dann haben wir Relic Runner. 2 Mana 2/1 kann nicht geblockt werden, wenn ihr einen Historic Spell gespielt habt. Salivating Gremlins. 3 Mana 2/3. Immer wenn ein Artefakt unter eurer Kontrolle ins Spiel kommt, kriegt ihr +2/+0 und Trampel bis zum Ende des Zuges. Urzas Tower. Tappen für ein farbloses. Oder wenn ihr ein Urzas Mine, Urzas Powerplant und, also den Tower natürlich, kontrolliert, macht er 3 Mana. Might of the Masses. Eine Kreatur kriegt +1/+1 für jede Kreatur, die ihr kontrolliert, bis zum Ende des Zuges. Driver of the Dead. 4 Mana 3/2. Wenn ihr stirbt, bringt ihr eine Kreaturenkarte. Mana kosten 2 oder weniger aus dem Friedhof zurück ins Spiel. Crop Rotation. 1 Mana, ihr könnt ein Land opfern und euer Deck nach einem Land durchsuchen und dieses Land ins Spiel bringen. Obliad, das ist ein ziemlich gutes Booster. Obliad ist für 2 Schwarzes ein farbloses. Wenn jetzt ein Spielfeld kommt, faced eine Kreatur aus, solange bis Obliad das Spielfeld verlässt. Und die Kreatur wird getappt, wenn sie einfaced. Okay. Joyra's Familiar. 2 Mana. 4 Mana 2/2 fliegend und Historic Spell kosten 1 Mana weniger zum Casten. Magus of the Abyss, 4 Mana 4/3, wenn der zu Beginn des Upkeeps opfert, zerstört man nicht Artefaktkreatur von dem Spieler, der gerade dran ist. Und Merciless Evacuation, 6 Mana, man zerstört ein 1, okay, ein Artefakt, also alle Artefakte, alle Kreaturen, alle Enchantments oder alle Planeswalker, wie gesagt, nur eins davon. Fortify ist unser erster Foil. 3 Mana. Entweder kriegen alle Kreaturen +2/+0 oder +0/+2. Und Crackwork Assembler ist unser zweiter Foil. 3 Mana 2/3. Für 7 Mana kriegt man eine Kopie eines Tokens. Die bekommt Island mit Mendest Upkeeps. Ne, Endsteps. Exiled. Und wir haben noch einen Tuk-Tuk Return Token. Ja, ganz cooles Booster, aber hat sich nicht gelohnt. Wie so oft. Ist es mir aber egal. Solange ihr Spaß an den Booster-Videos habt, kriegt ihr welche. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.